So, ihr kleinen Häschen, das Spiel beginnt. Das Los hat entschieden, das blaue Team fängt an, danach kommt das grüne, dann das rote, dann das gelbe und zum Schluss das Leader-Team. Stellt euch so auf. Baum, 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 baum. Es war einmal ein kleiner Hase. Der war kleiner als die anderen Hasen und deswegen wurde er oft gehänselt. Eines Tages aber hat sich ein Fuchs rangeschlichen und die Hasen haben ihn überhaupt nicht bemerkt, weil sie so damit beschäftigt waren, den kleinen Hasen zu ärgern. Der Fuchs legte sich auf die Lauer und wartete auf seine Gelegenheit. Doch der kleine Hase hat ihn bemerkt. Sein kleines Herz schlug wie wild und er überlegte ganz angestrengt, was er jetzt tun sollte. Am liebsten wäre er weggelaufen. Doch dann würde der Fuchs die anderen Hasen schnappen. Also nahm der kleine Hase seinen ganzen Mut zusammen und sprang dem Fuchs direkt vors Gesicht. Der Fuchs war so überrascht, dass er sich gar nicht regte. Die Hasen, die den Fuchs jetzt bemerkt hatten, flüchteten in alle Richtungen. Und auch der kleine Hase lief schnell weg, bevor der Fuchs verstanden hatte, was los ist. Und seit diesem Tag wurde der kleine Hase nie wieder gehänselt. So, Greta, und jetzt ist es Zeit zum Schlafen. Das war eine sehr schöne Geschichte, Mama. Dankeschön. Fand ich auch. Mama, nur noch einmal schlafen, bis der Osterhase kommt, oder? Ja, genau. Morgen ist es soweit. Juhu, ich freue mich schon so. Vielleicht sehe ich ja den Osterhasen. Wer weiß, vielleicht. Gute Nacht, meine Kleine. Ich hab dich lieb. Träum was Schönes. Gute Nacht, Mama. Ich hab dich ja auch lieb. Gute Nacht. Schlaf schön. Was ist das? Keine Ahnung, was soll das sein? Sieht irgendwie komisch aus. Das sieht aus wie das Spiel von Lotti Karotti, aber nur ein riesengroß. Genau so ist es, Greta. Spielen wir das jetzt? Ja. Cool, und wo sind jetzt die Spielfiguren? Ihr seid die Spielfiguren. Was? Aber die fallen ja in die Löcher. Das ist doch gefährlich. Das finde ich aber auch ganz schön krass. Ja, das kann passieren, aber keine Sorge, euch passiert nichts. Die Löcher sind gut gepolstert. Also, ich freue mich schon. Ich auch. Hallo Kinder, ich bin Tom, euer Moderator. Als erstes müsst ihr zwei Teams bilden. Dann bekommt ihr von mir die Teamfarben. Und das Spiel kann beginnen. Aber ich kenne die Regeln gar nicht. Die sind ganz einfach. Die erkläre ich euch beim Spielen. Ich kann die Regeln, Laura. Ich helfe dir. Danke. So, ihr kleinen Häschen, das Spiel beginnt. Das Los hat entschieden, das blaue Team fängt an, danach kommt das grüne, dann das rote, dann das gelbe und zum Schluss das Leader-Team. Stellt euch so auf. Baum, 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 baum. Ich ziehe die erste Karte fürs blaue Team. Ihr dürft euch aussuchen, wer aus eurem Team startet und auf das erste Feld gehen darf. Ich gehe zuerst, ist doch klar. Okay. Nächste Karte für Team Grün. Zwei Felder vorwärts, bitte. Darf ich zuerst? Klar, Heinrich, darfst du. Nächste Karte für Team Rot. Lotti Karotti. Puh, Glück gehabt. Nächste Karte für Team Gelb. Ein Feld vorwärts. Nächste Karte für Team Lila. Und weiter geht's, Team. Dran. Hoffentlich kriegen wir keine Karottenkarte wieder. Schade, nur ein Feld. Puh, nochmal Glück gehabt. Cool, wie viel? Ah! Alles gut bei dir? Ja. Team Lila hat ein Mitglied verloren. Es geht jetzt weiter. Karte für Team Blau. Und Karte für Team Grün. Karte für Team Rot. Ein Feld vor. Cool, ich bin ganz vorne. Vielleicht gewinnen wir ja. Karte für Team Gelb. Lotti Karotti. Oh oh. Glück gehabt, super. Nächste Karte für Team Lila. Ein Feld vor. Oh nein, schon wieder eine Karotte. Team Grün darf ein Feld vor. Nächste Karte für Team Blau. Hoffentlich falle ich nicht rein.
Greta ist ins Loch gefallen, ich lach mich tot. Es geht weiter, es sind nur noch 3 Spieler im Rennen. Oh nein, jetzt bin ich doch reingefallen. Tja, Heinrich, man sollte nicht über andere lachen. Ja, da hast du recht, ist dumm gelaufen. Wir haben einen Gewinner, Team Rot. Juhu, Laura, wir haben gewonnen. Das war ja ein cooler Traum. Ach ja, heute ist ja Ostern, vielleicht der Osterhase schon hier gewesen. Ich guck mal, ob Ostereier da sind. Juhu! Oh Greta, der Osterhase hat uns was hingestellt. Juhu! Hat euch unser Video gefallen? Dann zeigt es uns mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!